Das Wort hat jetzt für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Kollegin Maria Michalk. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren. Etwa 3/4 aller Männer und Frauen hier in unserem Land sind mit ihrer Gesundheit oder bewerten ihre eigene Gesundheit für gut oder sehr gut. Mehr Prävention, medizinischer Fortschritt, auch eine gute Ernährung, viel stärkeres Gesundheitsbewusstsein hat bewirkt, dass das Gesundheitsbewusstsein in unserem Land gestärkt wurde. Und das sieht man. Trotzdem brauchen wir für die Versorgung in den Krankenhäusern, in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, in den Kinderstationen mehr und vor allen Dingen intensiv einsetzbares, flexibel einsetzbares Fachpersonal. Und dem stellen wir uns mit diesem Gesetz. Wir haben seit Langem, und das ist in dieser Debatte jetzt mehrfach betont worden, unter fachlichen und auch unter politischen Gesichtspunkten diskutiert, wie wir diese große Herausforderung der Zukunft besser meistern können, wie wir diesen Beruf attraktiver machen können, wie wir ihn durchlässiger machen können, wie wir ihn auch europagerechter in puncto Freizügigkeit vielleicht machen können. Und viele, viele Dinge haben da eine Rolle gespielt. Es hat auch eine Rolle gespielt, dass ungefähr 35% aller Lehrlinge, sage ich jetzt an der Stelle, also Schülerinnen und Schüler aus dem Pflegebereich, heute Schulgeld bezahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das fällt mit dieser bundeseinheitlichen Regelung und mit dieser Regelung, dass wir einen Fonds, der sich speist aus mehreren Quellen, einrichten und ein Umlageverfahren in Gang setzen, diese bundesweite Klammer drüber setzen und trotzdem die Umsetzungshoheit der Länder quasi belassen. Und deshalb wird es so wichtig sein, dass wir in dem parlamentarischen Beratungsprozess gemeinsam, auch mit den Ländern, all die Punkte jetzt erörtern, die jetzt in der Debatte schon als mögliche Katastrophe kritisiert wurden. Denn es kommt darauf an, ein sehr gutes Gesetz auf den Weg zu bringen, das den Herausforderungen der Zukunft gerecht wird. Wissen Sie, ich kann das ja verstehen. Es ist erst recht im Gesundheitsbereich wirklich schon fast wie ein Sport, grundsätzliche Bedenken zu haben, wenn man etwas verändert. Aber das Leben ist so, und die Zukunft wird uns wahrscheinlich noch viel größere Umstellungen abfordern. Und deshalb will ich an der Stelle auch noch mal sagen, wenn wir an den Gewohnheiten, an dem, was wir bisher so gemacht haben, festhalten und uns nicht den Zukunftschancen öffnen, dann wird uns die Lebenswirklichkeit darum zwingen. Entweder wir gestalten diesen Prozess aktiv mit allen unserem Wissen und Können, oder die Wirklichkeit wird uns gestalten. Und das bedeutet im Zweifel, dass der jetzt an vielen Stellen schon vorhandene Fachkräftemangel dann wirklich eine Katastrophe wird, weil die jungen Menschen im Wettbewerb zu der Attraktivität in anderen Berufsfeldern sich dann vielleicht nicht für diese wichtige Pflege entscheiden. Uns geht es also darum, diesen Beruf attraktiver zu machen und nicht von vornherein mit Vorurteilen zu belegen, dass alle sagen, das wollen wir gar nicht erst beraten. Denn immerhin, Frau Kollegin Scharfenberg, selbst der Verband der Kinder- und Jugendärzte und Pfleger, also dieser Pflegebereich aus dem, dieser Verband aus dem Pflegebereich für Kinder und Jugendliche, hat sich für die generalistische Ausbildung ausgesprochen. Sie sind der Diskussion offen. Und ich betone auch an dieser Stelle, wir bauen ja hier kein neues Haus auf eine grüne Wiese und sagen, hier wird alles ganz anders und ganz neu. Nein, wir erweitern, wir modernisieren, wir sanieren dieses Haus mit all den Erfahrungen, die darin heute schon stecken, um quasi größere Möglichkeiten zu haben, die Ausbildung so zu gestalten, dass die jungen Leute der Zukunft die Pflegeherausforderungen in allen drei Einsatzfeldern gestalten können. Deshalb sage ich auch, wir werden sehr gründlich dieses Gesetz nach dieser schon skizzierten, sehr langen Vorbereitungszeit hier im Parlament beraten. Und ich hoffe auch, dass wir es gemeinsam und ganz unaufgeregt machen können.
Aber allen Skeptikern, die meinen, dass sie alle Bedenken dieser Welt hier in die Waagschale schmeißen können und so lange die Beratung hinauszögern, bis die Chance, dass dieses Gesetz, also diese Regelung in dieser Legislaturperiode im Gesetz steht, also gleich null ist, den sage ich hier ganz entschlossen, wir sind entschlossen, ein gutes Gesetz in dieser Legislaturperiode nach langer Diskussion ins Gesetzblatt zu bekommen. Diskutieren Sie an der Stelle nach vorn gerichtet. Es ist auch schon gesagt worden, dass gerade in dem Bereich der Pflege es sich hier um wohnortnahe Arbeitsbedingungen handelt. Die Einsatzplätze sind vor Ort. Die sind auch flexibel zu gestalten. Ich weiß, nicht immer sind die Einsatzgebiete, das ist auch schon gesagt worden, ich kenne solche Beispiele auch, wo Pflegekräfte heute die Vormittagsschicht machen oder die Frühschicht und dann die Nachmittagsschicht. Dazwischen machen sie ihre Familienarbeit. Andererseits muss man wissen, dass etwa 90% aller Kinderkrankenpflegerinnen, meistens Frauen, praktisch selbstständig auf eigenen Wunsch freiwillig Teilzeit beschäftigt sind. Das bringt uns ja auch den zusätzlichen Bedarf ins Haus, weil wenn weniger Vollzeit arbeiten, brauchen wir mehr Personen, um den Bedarf abzudenken. Also was will ich damit sagen? Es ist eröffnet auch eine Möglichkeit, die Herausforderung Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, und zwar in jeder gesellschaftlichen Konstellation. Deshalb freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam an die Arbeit gehen und den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden und in der Kombination mit der erwähnten Verordnung ein Gesetz auf den Weg bringen, das wirklich den Namen Reform verdient. Und wir sind da ganz zuversichtlich, weil Herr Gesundheitsminister Gröhe an dieser Stelle eine wunderbare Vorlage gemacht hat. Und deshalb danke ich dem ganzen Haus. Dankeschön. Nächster Redner ist